Hi Leute, willkommen zu meinem nächsten Teil der Let's Play-Reihe Endzone World Apart. Wir sind gerade in einer etwas zähen Phase, also wir können nicht viel tun, wir können eigentlich nur warten, ein bisschen hier Baumeister reinschmeißen, Baumeister rausnehmen, Kräutersammler reinschmeißen und so weiter. Aber im Hauptsächlichen sind meine Baumeister jetzt einmal damit beschäftigt, die Siedler ein bisschen aufzubauen, beziehungsweise die Siedlung wieder zu reparieren, als Folgen des letzten Sandsturms. Und ich würde sagen, nachdem sich da der nächste auch schon angekündigt hat, müssen wir halt, was heißt der Sandsturm, hat sich nicht angekündigt, aber infolge der Dürre wird wahrscheinlich wieder einer dabei sein. Und bis dahin hätte ich also diese Siedlung schon gerne fertig repariert. Wobei ich mir im Moment so vorkomme, als ob ich hier im Reparaturteam bin. Denn nicht nur reparieren, ich komme schon fast gar nicht mehr weiter, irgendwas zu machen. So, und dir fehlt eine Arbeitskraft. Wieso fehlt dir eigentlich eine Arbeitskraft? So, besser? Ist da irgendwann mal ein Bauer gestorben und ich hab's nicht gesehen? Wie schaut's denn eigentlich mit unserer Mine aus? Produziert die inzwischen was? Nicht so wirklich, sie hat aber wohl Kohle produziert, oder? Ja, Kohle hat's produziert. Und jetzt ist er dann eigentlich dabei? Kommt da gerade einer? Nö. Der müsste also schon da sein. Also ich bin blind und sehe den gerade nicht. Da ist er. Okay, ich bin blind. Ja, dann dauert es also noch ein bisschen mit dem Jod, okay. Aber da sind wir zumindest einmal auf einem guten Weg, so wie es ausschaut, oder? Die ganzen Verstrahlten sind jetzt dann wahrscheinlich auch bald gestorben. Das heißt, sorry, wenn ich das so sage, aber auch da sind wir scheinbar auf einem guten Weg. Ja gut, das Problem mit meiner Siedlung war halt, ich hatte so viele Verstrahlte, dass die alle unfruchtbar waren. Oder die ganzen Verstrahlten waren halt unfruchtbar und konnten dann keine Kinder mehr produzieren. Das ist halt einfach nicht gut gewesen. Soll ich jetzt noch mehr einstellen oder soll ich die mal anders verteilen? Ich verteile die mal weiter. Also nimm mal bloß auf Reparaturen. Ich muss mal meine anderen Sachen ja auch ein bisschen aufrüsten. Also die Geburtenrate stimmt ja. So schlecht ist es gar nicht. 63. Ich war mal bei 30 oder was, wo das angefangen hat mit dem Problem. Oder wo ich gemerkt habe, dass ich so viele Verstrahlte habe. Inzwischen bin ich schon bei über 60 und auch hier nicht mehr 190, sondern bin schon deutlich wieder über 200. Muss ich dann bloß aufpassen, dass mir nicht das Essen ausgeht, ne? Also ich muss dann nach und nach hier wieder die ganzen Betriebe anschalten, die ich ausgeschaltet hatte. Beziehungsweise ich könnte natürlich auch die ich noch laufen habe, mit mehr Arbeitskräften versehen. Also rein von der Logik soll es halt dann schneller gehen, wenn ich, hallo, wenn ich die auch noch mit mehr Arbeitskräften versehe, dann sollte zumindest das Ernten und das Anbauen schneller gehen. Naja, das werden sie schon irgendwie hinbekommen. ...118 Medizin auf Lager. Es ist doch cool. Vorhin hatte ich gar nichts. Oder ich hatte auch vor dieser letzten Seuche-Phase hatte ich gar nichts da.
Und jetzt habe ich so viel. Ja, es bleibt nach wie vor so, dass ich einen Teil von dem Spiel nicht wirklich gut verstehe. Aber es tut dem Spaß keinen Abbruch. Also ich habe schon ein paar Mal gesagt, mir macht das Spiel total Spaß. Gerade weil es eben auch so unberechenbar ist. Und weil ich nicht alles weiß, was in dem Spiel so passiert. Also ich die Logik hinter dem Spiel nicht so wirklich durchschaue. Aber Endzeit und Logik, das sind sowieso so zwei verschiedene Paar Stiefel. Das ist halt meistens nicht so mit Logik zu erklären. So, wie das ausschaut, brauche ich demnächst... Oh, was haben wir da? Fertigungsgrenze erreicht. Okay, passt. Dann kann ich dir ja zum Beispiel sagen... Ich brauche hier erstmal nur 3. Dafür können in meiner Jodmine mal mehr arbeiten. Um einer geht noch. Na, wieso? Ich habe bloß 5. Okay. Den verstehe ich auch gerade nicht, aber okay. Die wollen da scheinbar nicht arbeiten. Ja, okay, machen wir 3 und 3. Das sollte auch passen. Okay, also, was haben wir? Baldige Dürre. Ja, baldige Dürre haben wir schon mitbekommen. Wir haben 8 freie Siedler. Also ein bisschen was stecken wir noch da rein. Wasser passt eigentlich. Kräuter, wie schaut es denn da aus? Sind wir eigentlich auch auf einem recht guten Weg? Aber na gut, die sind voll. Bergarbeiter haben wir so begrenzt. Förster haben wir auch kein Problem im Moment. Einen Wirt. Ja, apropos Wirt, würde ich mal anschauen. Der braut Schnaps. Aus Bären. Ja, okay. Das heißt Bären, ich brauche Sammler. Das heißt, ich tue mal einen Sammler noch einstellen. Oder 2. Der kommt aber soweit ganz gut klar. Das mit den Forschern lassen wir. Lehrer. Dann stellen wir nochmal einen zusätzlichen Lehrer ein. Okay. Ja, da kommen jetzt dann schon ein paar. Aber übertreiben mit dem Verteilen dürfte ich es jetzt halt auch nicht, ne? Müsste es jetzt eigentlich schon da sein, oder? Nö. Achso, von da nach da drüben. Ja, okay, alles gut. So, schauen wir mal auf die Reparaturen. Oh, das geht jetzt voran. Das geht jetzt sogar gar nicht so langsam voran. Das schaut gut aus. Wir haben natürlich jetzt auch viele mit 13 Baumeistern, ne? Dem haben wir ja schon gesagt, was er machen soll. Also der Weg hier muss weg. Da drüben der Weg muss gemacht werden. Machen wir mal da schnell. Für was braucht er gerade so viel Stoff? Braucht er das zum Reparieren? Oh cool. Gerade war der Brunnen noch tiefrot. Ja, zum Reparieren braucht der keinen Stoff, so wie es ausschaut. Nö.
Okay, dann weiß ich nicht, wo der den ganzen Stoff verbraucht. Und nachdem es jetzt wieder ein bisschen bergauf geht, scheinbar war es ja doch so, dass ich für Reparaturen was benötigt habe. Na gut. Auf jeden Fall geht's voran. Wir sind bald durch mit den Reparaturen. Bevölkerungsexplosion läuft auch, sehe ich gerade. Würde ich sagen, stellen wir mal weitere Sondiere ein. Für die Raffinerie hier und dann, warte mal, schaut's aus, Plastik brauchen wir nicht, Elektronik brauchen wir nicht. Will ich jetzt auch gar nicht so groß vorantreiben. Ach so, da habe ich ein höheres Limit. Ja, okay, alles klar. Da bin ich auch ziemlich gut, okay. Ja, schlecht ist es auch nicht mit hier Stoff. Aber okay. So, soll ich gleich wieder umstellen? Nee, das kriegen wir hin, das läuft. Ich darf dann bloß nicht so viel Material verwenden für neue Gebäude, weil, wie gesagt, oh, sind wieder 20. Warte mal, ich muss schnell was prüfen. Ah, das ist schwach radioaktiv wieder, okay. Wie schaut's aus mit den Sachen? Okay. Passt soweit auch. Dann schauen wir uns nochmal ganz kurz an, wie es mit den Recycling ausschaut. Ich habe also keinen Plastikrecycler. Dann mache ich hier mal Plastik draus. Dann würde ich sagen, wie schaut es denn aus? Wir haben eigentlich genügend. Dann könnte man aus einem, der aber am besten ein wenig mittig zentral liegt, statt Aktivkohlemasken Strahlenanzüge machen. Der braucht vier Stoff, vier Kohle und zwei Plastik. Der braucht zwei Stoff und zwei Kohle und kein Plastik. Braucht also deutlich mehr so einen Strahlenanzug. Okay. Vielleicht stecke ich dann meine Ressourcen doch mal in die verbesserte Schneiderei. Was meint ihr? Muss ich mal kurz niesen? Oder doch nicht? Wenn man davon spricht. Doch. Entschuldigung. Entschuldigung. Sorry. Also, Forschungsfenster öffnen. Ich wollte eigentlich die ausgebaute Schule machen. Soll ich die ausgebaute Schule machen? Oder soll ich die ausgebaute Schneiderei machen? Beschäftigt mehr Schneider und arbeitet effizienter. Eigentlich sollten wir die ausbauen. Mein Problem ist bloß, ich brauche schon 40 Stoff dafür. Nee, da warten wir noch. Wir warten noch damit. Wir machen da weiter, wenn wir einen zweiten Recycler haben. Dann müssen wir mal schauen, dass wir so damit auskommen, was wir gerade haben. Ja, und das ist geil, da sind wir gleich durch. Und dann wird endlich. Wo sind wir denn? Hallo? Dann wird endlich die Leitung hier weitergebaut, hoffe ich. Wir haben schon wieder einen neuen Nachschub bekommen an Arbeitskräften. Machen wir das Sondierer voll. Totengräber, dem könnte man dann bei Gelegenheit auch mal sagen, dass da mehr gemacht werden soll. Aber gerade, also läuft's gut. Ich bin gerade total zufrieden. Aber das habe ich jetzt gesagt, oder? Scheiße, hätte ich nicht sagen dürfen. Weil dann läuft es demnächst bestimmt wieder total doof und mies und überhaupt. Wann kommen die? Steht da irgendwo was? Nee, ne? Nee, schade. Wäre schön, wenn da irgendwo steht, wie lange es noch ungefähr dauert.
Ich weiß, wenn es aufploppt, sind es 5 Saisons. War das Saison 14, 114? 115, so in dem Dreh? Dann müsste es ja demnächst so sein, so mit der Dürre irgendwie zusammentreffend. Oh, hoffentlich nicht direkt genau mit der Dürre. Bisschen vorher oder nachher wäre natürlich geil. So, Reparaturen. Sind durch. Da oben noch ein bisschen. Und dann geht's weiter, dann kann ich hier weiterarbeiten. Geil. So, Jodproduktion, wie schaut's jetzt aus? Ihr lagert ja bloß um, habt ihr überhaupt keine Lust zu arbeiten? Lloyd. Soll ich euch hier unten noch irgendwie Arbeitsplätze bauen? Hilft euch das irgendwie weiter? Kann ich natürlich machen, dann mache ich da 2-3 Hütten hin. Kann man den Felsen hier eigentlich auch beackern? Moment, muss ich mal kurz gucken. Mit einer Mine. Hallo? Mine, da ist er doch. Nee. Den kleinen Hügel kann man nicht bearbeiten. Okay. Schade. Okay, wo fehlt's gerade? Logistiker. Komm, stecken wir mal irgendwas in die Logistik noch mit rein. Und jetzt sollte alles fertig sein, oder? Ah, immer noch nicht ganz, aber fast. 2 Masten noch und 2 Windkraftanlagen. Und dann geht's weiter. So, 5. Was aus mit Kindern? Ah, okay. Jetzt warten wir mal ein bisschen. Jetzt tun wir es mal nicht weiter reinstecken in die Sache. Jetzt warten wir mal, bis sie ein wenig fertig sind mit ihren Reparaturen. Ein Unglücklicher, okay. Warum wirst du unglücklich? Weil die Siedlung schöner ausschaut jetzt, oder was? Ah, sie arbeiten wieder. Juhu. Das heißt, hier geht's auch bald wieder weiter? Ja. Der bringt schon irgendwas. Wahrscheinlich bringt er die restlichen. Die restlichen wird er nicht dabei haben. Wobei, 9 Holz könnte er schon dabei haben. Oder bringt er wenig Stoff? Das wäre natürlich auch in Ordnung. Ein bisschen Stoff. 2 Stoff. Tschüss. Der Fußweg ist halt aber auch schon lang, ne? Wenn ich dem jetzt hier eine Hütte irgendwie hinbaue, so mittendrin, es bringt ja auch nichts, weil der muss ja trotzdem noch zur Wasserversorgung und Nahrungsversorgung dahinter. Na komm. Da läuft eine hin. Das heißt, die ist dann hoffentlich bald fertig. Genau. Der war's noch. Da kommt gerade keiner, da kommt gerade keiner. Und bei dem hier kommt auch gerade keiner. Schade eigentlich. Verstehe ich auch nicht so wirklich, aber okay. So, die ist fertig repariert. Wo gehst du jetzt hin? Ah, du machst das alles hier. Die anderen bauen schon wieder fleißig. Gut. Na, ich treffe den nicht. Das
Das ist unglaublich. Okay. So, hier Fettfinger. Oh weh, oh weh, oh weh. So, dann würde ich sagen, verteile ich langsam wieder mal ein bisschen Bauern, oder? Ne, dass man hier. Beziehungsweise Wasser muss ich auch. Ja, schauen wir mal. Nee, komm. Rechtzeitig machen. Es ist auch nur einer hier am Arbeiten, also die anderen sind alle beschäftigt. Was denn aus mit beschäftigt? Da passiert gerade nichts, ne? Und Dirach habe ich auch nicht mehr. Also kann ich nichts mehr weiter verteilen. Ja, Stoff kommt auch langsam an seine Grenzen, sehe ich, ne? Aber ich habe inzwischen alle Arten von Strahlenschutz. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich brauche also dringend den zweiten Recycler. Oder ich sag denen da oben, die arbeiten ja jetzt praktisch nur an Stoff und Metall. Ne, aber es passt ja eigentlich. Die anderen schauen noch ganz gut aus. Ne, dann lassen wir das so. Und wenn der hier an seine Fertigungsgrenze stößt, dann arbeiten die hoffentlich auch weiter am Stoff. Sie arbeiten auch deutlich mehr am Stoff, so wie es ausschaut. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich brauche hier die zweite Raffinerie. Okay, würde ich sagen, die bauen wir dann endgültig in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch heute ein bisschen mehr Spaß gemacht. Es ist nicht ganz so zäh gewesen. Es kommt jetzt langsam wieder ein bisschen Leben in die Siedlung. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein zu meiner nächsten Folge Endzone World Apart. Bis dahin wünsche ich euch was. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und bis bald. Ciao, ciao.